Hallo und herzlich willkommen hier auf der CP Plus zu unserem letzten Video von der Messe. Hinter mir, ihr seht es vielleicht schon, wir sind gerade bei Eise und zwar bei den neuen 4K-Monitoren. Also seid mal gespannt, was die Jungs hier zu bieten haben. Hinter mir seht ihr die schicke Color Edge Serie. Leute, die sich mit ISO so ein bisschen auskennen, wissen, das ist die absolute Profiserie, besonders für Fotografen und Filmer. Hier einmal der CG380 und CG248, also 31 und 24 Zoll Varianten als 4K-Monitor. Hier seht ihr sogar 4096x2160, also wirklich richtiges 4K und nicht nur UHD. Der Preispunkt ist allerdings auch ziemlich üppig. Aktuell nur Preise für den japanischen Markt, dafür Europa noch nicht angekündigt. Für die 31 Zoll Variante knackige 4000 Euro umgerechnet und die andere schlägt mit knapp 2000 ins Konto ein. Also doch ganz schön viel, aber wenn man sich das Bild mal anschaut, das ist echt gigantisch. Zum Beispiel da hinten, hier gibt es zum Beispiel bei den Wimpern, wenn man da mal rangeht, die sind wirklich gestochen scharf. Man kann da auf wenige Zentimeter rangehen. Es sieht wirklich sehr, sehr schön plastisch aus, das Bild. Abgesehen davon auch noch volle Adobe RGB-Abdeckung vom Farbraum. Also wirklich, wirklich schicke Monitore, die ISO hier vorgestellt hat. Ein bisschen günstiger geht es auch immer noch aus der Color Edge-Serie, also auch für Fotobearbeitung, aber einfach mal so knappe zwei Preisklassen drunter. Das ist die CX-Serie, CX241 und 271. Die 24-Zoll-Variante, also die 241er, kostet so um die 750 Euro. Die 27-Zoll-Variante so um die 1200. sRGB-Abdeckung, nur noch eine beschränkte Hardware-Kalibrierung. Also es ist Hardware-kalibrierbar, allerdings mit dem Nachteil, dass ihr nur eine Rekalibrierung machen könnt, keine volle Kalibrierung. Dafür braucht ihr weiterhin ein externes Kolorimeter, aber auch so schon wirklich schick. Wie gesagt, sRGB unterstützt es auch und ist einfach ein bisschen günstiger und ist vielleicht schon was eher für euch, für die, sag ich mal, sehr ambitionierten Fotografen, sich vielleicht sowas in Zukunft mal zuzulegen. Ist auch nicht 4K, sondern nur 2560x1440 Pixel von der Auflösung. Aber ich denke, das reicht für viele heutzutage durchaus noch aus. Deswegen einfach mal die Frage, sollen wir so einen schicken Monitor einfach mal testen oder vielleicht sogar wirklich die 4K-Modelle, auch wenn sie noch nicht angekündigt sind für Europa. Man kann ja einfach mal gucken, was man kriegt. Gerne unten in die Kommentare reinschreiben und sonst wie immer Daumen hoch für das Video. Das war's von uns auf der CP Plus 2015. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst.